Hallo und willkommen zurück zu Tokyo Xanadu. Seht ihr das grüne Ausrufezeichen auf der Minimap? Unsere ganze Schwimmgeschichte oder beziehungsweise Poolgeschichte hier ist eine Nebenquest. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich immer mal wieder alle Orte durchzugehen, um solche Quests nochmal zu finden. Und das war jetzt keine Quest, die im Nia verzeichnet war. Ja, wir rufen jetzt einfach mal alle zusammen und trainieren am Pool. Ja, sorry, dass ich euch jetzt alle nochmal herbestellt habe, aber ich hatte halt Lust, nochmal schwimmen zu trainieren, um halt eine Quest zu lösen. Ihr habt da sicherlich Verständnis für. Ich weiß, ihr wart vorhin in der vierten Stunde schon mal schwimmen, aber was will man machen? Jedenfalls ist das der Grund, warum wir den Pool jetzt benutzen können und warum ich euch herbestellt habe. Ja, das ist eine großartige Idee, jetzt nachmittags nochmal schwimmen zu trainieren. Ja, wir müssen später noch Fräulein Kokonoe und Fräulein Saki dafür danken. Ja, Poolparty! Ach, du willst mich doch veralbern. Warum sollte ich schwimmen, wenn wir noch nicht mal Sportunterricht haben? Ja, scheint wohl nicht jeder ein Fan davon zu sein. Also, Tokisaka, was für ein Training hattest du denn gedacht? Also da habe ich ehrlich gesagt gar nichts geplant. Ich dachte, jeder springt rein und macht so seine eigene Sache. Oh, unter diesen Umständen. Möchtest du meine neue Trainingsmethode ausprobieren? Oh, du hast eine Idee. Ja, es ist nicht, dreht sich nicht speziell ums Schwimmen, aber wir haben das so gemacht, als ich noch bei Blaze war. Es war ziemlich beliebt, weil da ganz das innere Potenzial zum Vorschein kommt. Ja, das klingt interessant. Ja, perfekt. Also, erklär's uns mal. Alles klar. So, hier ist die Trainingsmethode nach Blaze Style. Ziemlich einfach. Ihr tretet im Wettrennen 1 gegen 1 an. Das kommt mir irgendwie vertraut vor. Das klingt wirklich sehr einfach. Ja, und wie soll das jetzt trainieren? Es wird trainieren. Wenn der Wettbewerbsgedanke kommt, wirst du dich selbst zu höheren Leistungen antreiben. Also, schwimmen wir erstmal bei voller Geschwindigkeit für 20 Minuten. Ja, versuchen wir es doch mal. Sora, möchtest du meine Partnerin sein? Ja, klar. Okay, dann wir beide. Ja, gegen dich verliere ich auf keinen Fall. Vor allen Dingen nicht, wo du diesen Hut im Wasser tragen musst. Oh, und ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber ihr müsst euch unbedingt aufwärmen. Falls ihr noch Fragen habt, sagt Bescheid. Ein paar Minuten später. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sora gegen Asuka gewinnt. Denn Asuka ist ja noch mal ein Jahr älter und ist ja eben auch kampferprobt, genau wie Sora. Wow, die beiden haben ja wie Profis geschwommen. Ich krieg das mit dem Kraulen nie so richtig hin. Na, Takahata ist der Beste von den Älteren. Also da kann ich auch nicht mithalten. Ja, sieht so aus, als ob wir direkt nach uns nach unserem Skill-Level aufgeteilt haben.
Naja, wir müssen dann mit unserer eigenen Geschwindigkeit loslegen und die machen halt ihre Sache. Yuki da hinten schon wieder am Handy. Ansonsten geschieht das. Achso, es wird sogar thematisiert. So, Download fertig. Bip, bip. Naja, würde ich sagen 6 von 10 für das Spiel. Er scheint sehr oft Pause zu machen. Ja, ich muss mal mit ihm ein Wort reden, dass er das Ganze ein bisschen ernster nimmt. Shio hat mich gebeten, mich darum zu kümmern. Ja, gegen wen soll ich denn antreten? Also mit Yuki überhaupt nicht. Das wäre überhaupt kein Wettkampf. Jetzt haben wir in letzter Zeit viel mit Rion gemacht. Können wir mal mit Mitsuki schwimmen, ne? Mitsuki, wollen wir schwimmen? Ja, können wir machen. Aber ich muss noch viel an meinen athletischen Fertigkeiten arbeiten. Ich gehe immer ins Fitnessstudio, wann auch immer ich die Zeit habe. Aber es ist schön, solche Sachen wie diese hier ab und zu mal machen zu können. Ja, du scheinst auch immer sehr beschäftigt zu sein. Vielleicht bin ich da keine Herausforderung für dich, aber versuchen wir es mal. Ja, gerne. So, mal sehen, ob ich es von gestern noch weiß. Naja, für Mitsuki hat es noch gereicht. Aber ich denke, wir müssen jetzt noch gegen jemand Stärkeres antreten. Puh, du bist echt schnell. Ich denke, das Problem liegt in unserer unterschiedlichen Ausdauer. Ich dachte, ich könnte mich besser schlagen, aber... Ja, deine Form war schon perfekt. Also ich denke mal... Er meint jetzt ihre Technik. Ich glaube, bei mir ist einfach die Beinstärke, der Beinschlag stärker. Und naja, du hast ja auch noch mehr Wasserwiderstand. Und damit meint er jetzt nicht den Hut. Wasserwiderstand? Egal. Wechseln wir das Thema. Ich glaube, du solltest einfach öfter schwimmen und ein bisschen Kondition aufbauen. Ja, mal sehen. Okay, nach 20 Minuten waren die Mitglieder nah an ihrem Limit. Puh, wir haben es wirklich für 20 Minuten durchgehalten. Ja, ich bin total erledigt. Ja, aber es war gutes Training. Hä, sag mal, wovon redet ihr denn überhaupt? Wir haben doch gerade erst angefangen. Was? Im Ernst? Ja, jetzt wo ihr die Stärken eurer Gegner kennt, es ist Zeit für die Herausforderung. Ihr sucht euch eine Person aus, die ihr schlagen wollt, und dann wird wieder ein Wettschwimmen stattfinden. Wenn ihr alle erschöpft seid, spielt eure Stärke ja keine Rolle. Was am Ende zählt, ist die Willenskraft. Also, zeigt mir, dass ihr Mut habt. Das innere Potenzial, was du am Anfang erwähnt hast, das war damit gemeint, nicht? Also, was er meinte, war... Naja, wir hätten uns das ja denken können, weil es die Trainingsmethode eines Missetäters ist. Jetzt halt die Klappe und mach! Willst du denn nicht stärker werden?
Schämst du dich denn nicht, wenn du starken Feinden gegenüber trittst und niemals aufgestellt wirst von mir? Also, willst du nicht besser werden, dass du dich nicht mehr so beschämt fühlst? Naja, er hat ja schon recht. Wenn wir jetzt nicht an unsere Grenzen gehen, wann dann? Ich will das nie wieder durchmachen. Achso, jetzt meint er tatsächlich diese Geschichte im Kampf, die er nie mehr durchmachen will. Naja gut, hat Shio ihn ja motivieren können. Mir tun die ganzen Muskeln weh, aber ich will jetzt auch nicht verlieren. Als Trägerin eines Soul Device kann ich jetzt nicht zurückstecken. Es muss jenseits meines Limits noch etwas geben und ich möchte es erreichen. Ja, dachte mir schon, dass ihr das sagt. Alles klar, Tokisaka. Du bist als Erster dran. Wähle deinen Gegner. Alles klar. Ich sollte mich mit dem Stärksten messen. Die Person, der ich gegenübertreten möchte, ist in diesem Fall dann Shio. Also nichts gegen Sora. Also wir haben ja eben gesehen, Sora hat Asuka besiegt. Also ist sie ein bisschen stärker als Asuka. Aber Shio ist nochmal 2 Jahre älter, kann als Mann mehr Muskelmasse aufbauen als sie als Frau und ist auch genauso kampferprobt wie Sora. Das heißt, er wird der stärkere Schwimmer sein, gehe ich mal von aus. Hier geht es nicht um die bloße Stärke. Du hast die Kraft, Leute anzuführen. Shio, ich wähle dich. Mich? Na gut. Ich wollte immer mal sehen, wie das zwischen uns ausgeht. Ja, zeig mal, was du drauf hast. Okay, das ging ja noch ganz einfach. Es hat sich wirklich gelohnt, diese Nebenquest jetzt direkt als erste zu machen, weil man da das noch ein bisschen geübt hatte vom Tag zuvor. Ich habe verloren. Gar nicht übel, Tokisaka. Nein, es war schon knapp. Wenn wir nochmal gegeneinander antreten, dann könnte ich wohl nicht gewinnen. Was sagst du denn da? Der wirkliche Gewinner ist der Letzte, der noch steht. Also, bleib so, Tokisaka. Ja. Ja, auch aus Sicht der Soul Levels war noch ein bisschen was aufzuholen mit Shio. So, 30 Minuten ging das Ganze noch weiter, bis keiner mehr schwimmen konnte. Puh, irgendwie fühle ich mich jetzt richtig gut. Ja, ich bin zwar erschöpft, aber auch irgendwie befriedigt. Ja, nicht wahr? Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel schwimmen könnte. Ich frage mich, wie viel Strecke wir wohl gemacht haben. Es war auf jeden Fall ein sehr erfüllender Nachmittag. Seht ihr? Auf jeden Fall besser als ganz alleine für sich zu trainieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, damit haben wir die Chance bekommen zu sehen, wo wir stehen. Aber ich denke, für heute reicht es. Alles klar. Jetzt zum Finale. Was? Finale in der Eisdiele oder was meinst du? Du willst mich doch veralbern. Nein, bevor jetzt jeder seiner Wege geht,
werden erstmal die Muskeln gedehnt. Dann machen wir hier sauber und dann gehen wir. Puh, du hast mir beinahe einen Herzschlag verpasst. Ja, das ist auch Blaze-Style, was? Ja, aber er hat recht. Wir müssen das hier angemessen beenden. Legen wir los. So, was wollten wir als nächstes machen? War noch Interview oder so? Ja, genau, und hier. Ich meine, da war ja noch eine Nebenquest zu erledigen. Genau. Hallo? Ja. Da bist du ja, Tokisaka. Hast du meinen Eintrag im Nia gesehen? Ja, es ging nur das Interview mit dem XRC-Mitglied, oder? Nachrichtentechnisch läuft nicht viel, oder gibt es da nichts Besseres, was du schreiben könntest? Ja, das zeigt mir, wie viel du weißt. Dein kleiner Club ist gerade das Schulgespräch Nummer 1. Alle sind neugierig. Jetzt im Ernst? Ja, komm schon. Hiragi und Präsident Hokuto sind beide Mitglied. Das ist schon eine große Sache. Und dann hast du den Karate-Transfer Nummer 1, Sora, dabei. Dann das Wunderkind aus dem ersten Jahrgang, Shinomiya. Und aus einem Grund, den sich niemand erklären kann, auch den größten Missetäter an der Schule, nämlich Shio. Und dann noch ein Idol. Wenn da keine Story bei rauskommt, dann esse ich mein Xiphone. Wo wir gerade nochmal das Xiphone thematisieren. Ich finde es sehr witzig, dass es in dem Spiel Ni no Kuni etwas Ähnliches gibt, nämlich ein MacBook. Aber nicht M-A-C geschrieben, sondern M-E-C-H-Book geschrieben. Also ein MacBook würde man es vielleicht auf Deutsch aussprechen, aber es wird ja dann ja MacBook ausgesprochen. Finde ich auch ganz witzig. Ist ja aber ja vom anderen Entwickler, also die haben sich nicht miteinander abgesprochen. Ach, vor der kann man einfach nichts geheim halten. Tja, man kann vor den Nachrichten nicht fliehen, Tokisaka. Akzeptiere endlich dein Schicksal. Na gut, ist besser, als wenn du dir einfach nur Kram ausdenkst. Hey, nimm das zurück. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und ich bin immer... ja, fair und gerecht. Ja, wahrscheinlich mehr so rücksichtslos und ja, bullisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll. Also sie kommandiert gerne Leute rum und ja. Egal. Also soll ich den anderen Leuten Bescheid geben? Ja, und da es ja auf dem Weg liegt, wäre es ganz gut, wenn ihr euch in dem Clubraum trefft. Ich brauche auch noch Fotos von dem Raum und Fotos, wie ihr Sachen macht, die ihr halt so macht. Naja, ich stelle dann besser nur sicher, dass keine geheimen Informationen ausgeplaudert werden.
Aber ich finde es sehr gut, dass die Entwickler ein bisschen Abwechslung in die Questgeschichte bringen. Das ist ja aber auch immer so, war bei Trails of Cold Steel ja auch so. Da gab es ja auch mal eine Detektivquest und so, wo man dann durch geschicktes Fragen rausfinden musste, wer ein bestimmter Fallspieler ist und so. Normalerweise gibt es ja immer die Standardquest: Töte 10 Monster hiervon oder sammle dieses Teil von irgendwoher. Und da ist das hier mal eine nette Abwechslung, ein kleines Interview. Also danke euch allen, dass ihr diesem Interview hier zugestimmt habt, obwohl ihr sehr beschäftigt seid. Mein Name ist Sekiro, ich bin Mitglied im Journalistenclub und also danke für heute. Sie scheint die Sache ja ernst zu nehmen. Ja, bitte nimm uns nicht zu hart ran, ja? Na, natürlich. Also zuerst möchte ich euch mal wegen eurer Clubaktivitäten befragen. Ich bin der Präsident des Clubs Tokisaka. Die Aufgabe von XRC ist es, mysteriöse Phänomene zu untersuchen, die sich rund um Morimiya abspielen. Das X steht dabei für das Unbekannte und das ist genau das, was wir suchen. Das Unbekannte weckt die Neugier. Zu unseren Clubaktivitäten gehört es, den Ort des Geschehens zu begutachten und dann mit den Leuten zu sprechen, die damit zu tun hatten. Wenn wir da in der Lage sind, Dinge klarzustellen, großartig. Aber selbst wenn wir es nicht aufklären können, suchen wir nach bestimmten Muster, um Leute zu warnen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich verstehe. Es gab in letzter Zeit tatsächlich einige mysteriöse oder ominöse Vorfälle. Zum Beispiel gab es ja Gerüchte, dass Leute einfach verschwunden wären. Wann ist das nochmal losgegangen? Leute verschwunden. Das muss passiert sein mit dieser Sache mit Sora und Aizawa. Also die beiden Karate. Also ja, Sora ist ja Karate, aber Aizawa ist eben. Ach, wie heißt ihr Vorname noch? Ich glaube, das war. Ja, oh Mann, das ist nicht euer Ernst. Also im frühen April haben wir mit der Schule angefangen. War da schon direkt was? War nicht erst Shiori weg? Und später dann Sora. Also Sora war auf jeden Fall die erste hier von unserem Club, der irgendwas zugestoßen ist. Jetzt kann ich aber nicht mehr sagen, war das jetzt noch in der ersten Aprilhälfte oder war das in der zweiten Aprilhälfte? Oh. Wisst ihr, wie lange das her ist? Wir sind jetzt Folge 104. Und das war wahrscheinlich in Folge 7 oder was weiß ich, irgendwie so. Also ich würde mal sagen. Andererseits, nee, wir müssen mal anders vorgehen. Kann das sein, dass jedes Kapitel 2 Wochen sind? Dann hätten wir April, Kapitel 1 und 2, Mai wäre dann 3 und 4, Juni wäre 5 und 6. War das in Kapitel 1 oder war das in Kapitel 2? Es müsste eigentlich Kapitel 2 gewesen sein. Also müsste es von der Logik her Late April sein. Ich glaube, es war zweite Aprilhälfte. Das war ungefähr einen Monat, nachdem Sora dem Club beigetreten ist. Also da gibt es keinen Zweifel dran. Ja, das stimmt. Ja, das deckt sich auch mit meinen Aufzeichnungen. Scheint so, als ob euer Club genau das tut, was du sagst. Hat sie es ihm abgekauft? Allerdings gab es da
in letzter Zeit alle möglichen Arten von Mysterien. Habt ihr zum Beispiel mal von der Gods-App gehört? Möglicherweise weiß Shinomiya hier ein oder zwei Sachen darüber. Es war eine populäre App, aber einige Benutzer hatten unglückliche Unfälle. Und dann plötzlich gab es sie online nicht mehr. Und auch auf allen Xyphons war sie dann verschwunden. Ja, war das so? Ich wüsste gerne, ob das XRC sich auch diese Angelegenheit angeguckt hat. Das Ganze ist jetzt ja ein bisschen unlogisch, weil es XRC zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht gab, aber gut. Nach meinen Aufzeichnungen gab es da zwei Opfer, die mit dieser App zu tun hatten. Gut, eins der Opfer war auf jeden Fall Ryota. Wer war das zweite Opfer? June. Nee, June wurde überfallen von Blaze-Mitgliedern. Das war später. Ich weiß nicht. Ich hoffe, Ryota taucht noch einmal auf und... Das erste Opfer war Ryota Ibuki aus Klasse 2B. Weißt du, wer das andere Opfer war? Macht es euch aus, wenn ich nicht antworte. Ich habe keine Ahnung, wie die Antwort lautet. Das liegt daran, weil du zu dem Zeitpunkt nicht auf der Schule warst. Ich kümmere mich darum. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer war... Ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Ich muss also mal vermuten, da jetzt hier zwei Namen mit A sind, dass es einer der A-Namen ist. Und Ayumi ist mir wenigstens noch halbwegs vertraut. Mit der haben wir, glaube ich, öfter mal gesprochen. Deshalb wird es Ayato gewesen sein? Oder war eine von den beiden die in die Schulsprecherin verliebt ist, also in Mutsuki? Kann das sein? Ach, warte mal. Oder nee, eine ist die im Krankenbett, oder? Komm, ich muss jetzt mal eben nachgucken, wer die Leute überhaupt sind. Dann kann ich rausfinden, wer das gewesen ist. Aber wenn ich schon gar nicht weiß, wenn ich da kein Gesicht vor Augen habe, wer das ist, dann ist es halt schwierig. Ich befrag mal eben Google nach Tokio Xanadu Ayato. Denn Co. wüsste ja, wer Ayato ist und so. Ayato ist ein Typ. Mehr steht hier dazu auch nicht. Kann ich jetzt nicht ins Nia gucken? Da würden die Leute ja alle stehen. So. Na, hier sehe ich jetzt ein Bild zumindest von den Leuten. Ach, Ayato ist der Cheerleader-Typ, der immer mit Fräulein Saki trainiert.
Und Hitomi sagt mir jetzt gar nichts. Und Ayato. Kann ich jetzt auch nicht so richtig zuordnen. Sind alle im ersten Jahrgang. Muss ich mal überlegen, ist Ayato irgendwas passiert in Sachen God's App? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich nehme jetzt einfach Ayato. Das war mein allererster Gedanke, als ich das hier gesehen habe. Und wenn es dann falsch ist, ist es halt falsch. Ich weiß es dann halt nicht. Ah ja, Ayu. Ich glaube, ihr Name war irgendwie so. Ja, es war Ayumi. Erster Jahrgang. Sie ist Klassenkameradin von Zora. Ja, sie sagte, sie hat sich verbrannt. Och, das ist die aus dem Kochclub. Ja, natürlich. Jetzt fällt es mir natürlich wieder ein. Ihr Herd hatte eine Fehlfunktion. Ja, das wusste ich leider nicht mehr. Zu lange her. Co, du warst doch auch da. Ups. Ja, genau. Es scheint so, als ob ihr schon Detektivqualitäten habt. Übrigens habe ich noch etwas anderes sehr Interessantes gefunden. Es scheint so, dass beide Opfer beide Unfälle der Opfer mit Elektronik zu tun hatten. Wie beurteilt das XRC diese Information? Ja, kann schon sein, dass es da eine Art magnetische Interferenz gab. Moderne elektronische Geräte sind ja sehr empfindlich, was elektromagnetische Strahlung angeht. Außerdem, falls die App einen Bug hat, kann das halt auch zu Fehlfunktionen führen. Der Grund, warum die App verschwunden ist, ist wahrscheinlich, weil sie vom automatischen Wartungssystem, ja, sagen wir einfach mal, über so eine Art Spamfilter oder sowas gestolpert ist. Ja, ich verstehe. So interpretiert er das also. Puh, das war ganz schön knapp. Sie bohrt aber auch ständig nach. Ja, wie man es auch von der Präsidentin des Journalistenclubs erwarten kann. Ja, man muss bei ihr ständig wachsam bleiben. Alles klar, wie wär's denn damit? Erinnert ihr euch noch an den Bandenkrieg mit den Blaze-Leuten? Ich habe da ein paar Informationen, dass die Mitglieder ja eine gewisse Substanz verwendet haben, die sehr an illegale Drogen erinnert. Woher weißt du das denn alles? Oh, was hat das zu bedeuten? Das XRC ist vertraut mit Hooligantum? Es gab... viele Dinge, die da nicht an die Öffentlichkeit geraten sind. Also, worauf willst du hinaus?
Naja, nach meinen Quellen nannte man die Droge wohl Heat. Weißt du, in welcher Form sie verabreicht wurde? Das waren ja Pillen. Ja, das weiß ich noch. Ja, aber eine Frage habe ich ja trotzdem falsch beantwortet. Wird ja wahrscheinlich keine Punkte geben. Ja, ich glaube, es war eine Art Pille. Eine neuartige, gefährliche Droge, habe ich gehört. Der Ursprung ist bis jetzt noch unklar. Aber es wurde sich darum gekümmert. Du solltest jetzt aus einer Mücke auch keinen Elefanten machen mit irgendeinem Clickbait-Artikel. Naja. Also wissen Sie auch darüber was. Genau wie ich erwartet habe. Sag mal, Hikiro. Ja, machen wir also weiter. Es gibt da noch eine Sache, die ich gehört habe. Es sieht so aus, als ob ein Märchenbuch aus der Bibliothek einfach verschwunden sei. Märchenbuch? Es wissen überhaupt nur ein ganz paar Personen davon, dass es überhaupt existierte. Weiß das XRC überhaupt möglicherweise den Titel dieses Buches? Ja, also irgendwas. Hexe, Nebel, Dornengestrüpp, irgendwie sowas müsste da. Oder Hexenschloss, irgendwie sowas müsste da vorkommen. Ja, genau, es war das Misty Castle, nicht das Foggy Castle. Also, jetzt mal ernsthaft. Zwei Bücher stehen im Regal. Welches würdet ihr kaufen? Also keins, klar. Aber wenn ihr jetzt eins kaufen müsstet, würdet ihr das Foggy Castle oder das Misty Castle kaufen? Das war die Hexe und das Nebelschloss. Ja, das stimmt. Ich hatte geplant, einen Artikel im Sommer zu veröffentlichen. Da das mit dem Nebel und die Geschichte so ähnlich war. Also was in der Realität passierte, war halt so ähnlich, wie es im Buch war. Da bin ich überrascht, dass ihr das wusstet. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Nein, eigentlich bin ich derjenige, der überrascht bin, wie viel du weißt. Sie ist auf jeden Fall besser als ein normaler Amateurreporter. Okay. Dann schauen wir mal, ob ihr das hier wisst. Nein, das ist nicht gut genug. Warte, Blätter. Nein, vergiss es. Hier, das wird das Beste sein. Ich verstehe. Da scheint es ihr jetzt also wirklich drum zu gehen. Hikiro. Wenn es nicht gut läuft, dann können wir jederzeit aufhören. Nein, jetzt noch nicht. Beantwortet mir noch eine letzte Frage. Diese wird momentan noch untersucht, deshalb wollte ich sie eigentlich nicht verwenden, aber in Horaichu gab es einen gewissen Raum. Ein Raum, in dem Karaoke. Also in der Karaoke-Bar, in dem seltsame Sachen vor sich gingen. Ja, das weiß ich noch. Das ist ja jetzt nicht so lange her. Das war Raum 107. Was war die Raumnummer und was war das Phänomen? Das Phänomen waren Geräusche? Ich erwarte eine Antwort auf beide Fragen. Das Phänomen. Also als wir reingegangen sind, war ja das Phänomen, dass die Anlage von selbst angegangen ist und ein Lied von Speaker gespielt hat. Aber das Ursprüngliche waren, glaube ich, seltsame Geräusche, das was Rion gesagt hat. Ach das! Ja, also Raum 107. Ja, die Maschinen haben sich nicht von selbst bewegt. Die Kunden haben nicht das bewusst
Bewusstsein verloren. Das war ja bei Rions Konzerten so, dass Leute ihr Bewusstsein verloren haben. Nein, es war eine Frauenstimme zu hören. Das war Raum 107, richtig? Ich weiß das zufällig, weil ich da ja Stammkunde bin. Und was das Phänomen betrifft, die Leute haben da eine Frauenstimme gehört. Eine wunderschöne Stimme, genau wie meine. Ja, sie ist wirklich von sich selbst überzeugt. Als ob ihr es die ganze Zeit wisst, das ist wirklich unmöglich. Hikiro? Verstehe. Es gibt da noch viele unbeantwortete Fragen, was die Mitgliedschaft dieses Clubs betrifft und eure Aktivitäten. Aber ich werde die Leidenschaft würdigen, mit der ihr die Sache angeht. Vielleicht seid ihr ein wenig Underperformer, also bringt nicht eure absolute Höchstleistung, aber ich weiß zu schätzen, oder ich gestehe ein, dass ihr ein würdiger Rivale wärt. Das liegt jetzt daran, weil ich eine Frage falsch beantwortet habe. Wovon redest du denn da? Ja, anders gesagt, wollte sie rausfinden, ob das XRC vielleicht mehr Informationen rausfinden kann als sie und so zu einer Bedrohung für sie wird. Das war ihr ganzer Plan. Es scheint so, als ob wir einen Wettstreit haben, wer zuerst Informationen bekommt. Also dachte ich, es wäre gut, darüber zu urteilen. Und falls ihr mir zufällig noch eine geheime Information zur Verfügung gestellt hättet, wäre es umso besser gewesen. Aber es ist nicht ganz wie geplant verlaufen. Ich wusste, dass sie ihre eigenen Ziele hat. Das war so ermüdend. Das Mädchen ist doch verrückt. Ja, aber sie ist clever. Okay, machen wir weiter. Ich brauche ja noch ein Foto von euch allen und einen Kommentar. Denn mit dem Artikel war es mir schon ernst. Was, noch mehr? Der Journalistenclub ist böse. Ich schätze, sie hat Leidenschaft und auch den Mut. Naja, wir müssen es jetzt beenden, durchziehen. Was auch immer. Okay, jetzt hat noch jeder Einzelinterviews bekommen. Dann hat Hikiro noch den Clubraum inspiziert und ist dann frohgemuts abgedampft. Okay, und ich bekomme netterweise immerhin den Virtu-Point bekomme ich für die Quest, genau. Den Wisdom-Point habe ich leider verpasst. Ah doch, ein bisschen. Ein bisschen Wisdom gönnt mir das Spiel, das ist nett. Dass es nicht nur ganz richtig oder ganz falsch gibt. Da kann ich mich ja mit wohlfühlen. Kann natürlich gut sein, dass es am Schluss für die vollen Attribute dann nicht reicht. Ich weiß nicht, ob es da am Ende des Spiels eine Bewertung gibt oder wie auch immer. So wie so ein Bracer-Rang oder sowas. Aber irgendwas gibt es bestimmt. Wo sind wir hier eigentlich? Also wir sind in unserem Clubraum, genau. Achso, da ist die Bibliothek, genau. Wir müssen jetzt hier hin. Und dann gab es doch hier noch so eine Messung. War das sogar auf dieser Etage oder war das eine höher? Also muss ja eine höher sein. So.
Und weil ich jetzt nach dem Interview schweißgebadet bin, gehen wir dann erst morgen in diesen Laden. Also bis dann. Tschüss.